Heute wird dein Rechtsempfinden von der Rechtsrealität zerschmettert werden. Dies vorweggeschickt, widmen wir uns nun der Frage, muss ich Straftaten anzeigen? Bei der schlichten Nichtanzeige einer bereits begangenen Straftat ist an die Strafvereitelung durch Unterlassen zu denken. Zwar kann die Tat durch ein Unterlassen durchaus verwirklicht werden, allerdings nur dann, wenn eine sogenannte Garantenstellung zum Schutz des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs besteht. Es mag überraschen, aber eine allgemeine Anzeigepflicht gibt es nicht. Wenn du also zufällig Zeuge wirst, wie dein sonst so netter Nachbar Nick geblitzt wird, woraufhin dieser im Zorn einen Baseballschläger aus dem Kofferraum holt und den Blitzer demoliert, besteht keine Anzeigepflicht. Bei diesem Fall und anderen leichteren Vergehen bereitet dieses Ergebnis vermutlich kein Unbehagen. Es ginge sicher zu weit, wenn man unter Androhung von Strafe stets verpflichtet wäre, jede Straftat bei der Polizei zu petzen. Je schwerwiegender die Straftat ist, desto stärker wird aber der Konflikt mit dem Rechtsgefühl. Nehmen wir an, dein Nachbar dreht nun völlig am Zeiger. Da ein zufälliger Passant ihn bei seinem Zerstörungswerk in flagranti erwischt, beseitigt er kurzerhand den Zeugen. Wir haben es nun mit einem Verdeckungsmord zu tun. Es besteht aber nach wie vor keine Anzeigepflicht. Die Strafverfolgung fällt ausschließlich in den staatlichen Aufgabenbereich. Dir bliebe es also unbenommen, einfach nach Hause zu gehen und dir den Stress nicht anzutun. Dieses Verhalten wäre sicher moralisch tadelnswert, aber kein Verstoß gegen ein strafrechtliches Verbot. Anders sähe es nach herrschender Meinung aus, wenn du dich in einem späteren Verfahren weigern würdest, der Wahrheit gemäß auszusagen. Die Garantenstellung zum Schutz der Strafrechtspflege folgt dann unmittelbar aus deiner gesetzlichen Stellung als Zeuge und deiner Wahrheitspflicht. Außerdem kann auch ein Untätigsein vor allem von Strafverfolgungsbeamten den Tatbestand der Strafvereitelung im Amt begründen, weil diese aufgrund des Legalitätsprinzips zur Strafverfolgung verpflichtet sind. Wer mit dem Begriff Legalitätsprinzip nichts anfangen kann, hat es schändlich versäumt, das oben rechts verlinkte Video zu schauen. Als kleines Zwischenfazit sei festgehalten, eine allgemeine Anzeigepflicht bereits begangener Taten besteht nicht. Die extrem Scharfsinnigen unter euch haben aber eventuell schon erkannt, dass etwas anderes für geplante Straftaten gelten könnte. Und tatsächlich gibt es den Straftatbestand Nichtanzeige geplanter Straftaten. Anders als die amtliche Bezeichnung vermuten ließe, muss man aber nicht jede geplante Straftat anzeigen. Vertraut dir etwa dein netter Nachbar Nick an, dass er plant, seinen Erzfeind als Eierkopf zu bezeichnen, zwingt dich § 138 StGB nicht direkt zur Polizei zu sprinten. Gegenstand einer Nichtanzeige sind vielmehr die in den Katalogen aufgeführten Delikte. Und das sind dann solche, die man umgangssprachlich als Kapitalverbrechen bezeichnen würde. Also Hochverrat, Mord und Totschlag und so weiter. Eine Anzeigepflicht würde also sehr wohl bestehen, wenn Nick dir eröffnet, dass er seinen Erzfeind den Eierkopf abschlagen werde. Freilich ist erforderlich, dass man glaubhaft von der Tat erfährt. Zeigt Nick dir noch eine zwecks Köpfung erworbene Axt und warst du tatsächlich Zeuge, wie er den Passanten von gerade eben beseitigt hat, spricht einiges dafür, dass er die Tat ernstlich plant. Außerdem muss die Anzeige rechtzeitig erfolgen. Hierfür genügt jede Mitteilung, die geeignet ist, die Ausführung oder den Erfolg der geplanten Tat noch abwenden zu können. Demnach müsstest du die geplante Tötung zwar nicht unverzüglich anzeigen, aber immerhin so früh, dass die Polizei den Nick noch stoppen kann. Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass § 139 StGB eine ganze Palette an Gründen für eine Straflosigkeit im Hinblick auf die Nichtanzeige geplanter Straftaten enthält. Dort geht es insbesondere um Berufsgeheimnisträger. Wir haben heute also gelernt, dass man bereits begangene Straftaten grundsätzlich nicht anzeigen muss, und zwar auch bei Delikten wie Mord und Totschlag. Hingegen droht eine Strafbarkeit wegen Nichtanzeige geplanter Straftaten, wenn man glaubhaft von einer geplanten Katalogtat erfährt, aber eine rechtzeitige Anzeige unterlässt. Bis demnächst.